Herzlich willkommen zurück zu Thimbleweed Park. Oh mein Gott, es ist so viel Zeug schon. Ja, jetzt haben wir schon, das ist jetzt der vierte Charakter, den wir jetzt spielen können. Und sie hat einen Printon 3000. Bevor wir anfangen, muss ich jetzt nochmal gerade was erwähnen. Ich war gerade kurz unten in der Küche. Also zwischen den beiden letzten Episoden liegt jetzt nicht allzu viel Zeit, aber ich war gerade kurz unten in der Küche. Und im Wohnzimmer läuft der Fernseher, weil meine Freundin unten sitzt. Und da kam eine Werbung von alkoholfreiem Wein. Ist alkoholfreier Wein nicht eigentlich einfach nur Traubensaft? Okay, und um diese Frage jetzt in den Raum gestellt zu haben, gehen wir zu dieser Trophäe und sehen uns, freuen uns mal ein bisschen an hier mit der jungen Dame. It's made out of solid pewter. Except for the Infinity Symbol, which is pure titanium. Ah, Blei und... Oh, geil, her damit. Nimm Actionfiguren. These are in mint condition. No way. These are part of my action figure collection. Ah, okay. Including my prized Howard... It's a red gel decoder. Ein roter Foliendecoder. Kennt ihr das noch? Boah! Also, die älteren Leute unter euch kennen auch die Jüngeren. Das ist... Jedes Jahr ja mindestens in einer Mickey Mouse oder Yps-Ausgabe oder sonst was. Liest das von euch noch jemand? Hat das noch jemand so im Abo oder so? Kauft von euch jemand noch die Mickey Mouse? Ist es noch... weiß ich nicht. Ich werde es demnächst wahrscheinlich wieder machen müssen, weil meine Tochter dann irgendwann in so einem Alter ist, wo sie das dann gerne benutzt. Drücke. It doesn't move. I guess those wheels are only for show. If it weren't for my monthly computer magazine, being here would totally suck. Okay, ach so, das Magazin. Soll ich jetzt mal... Aber ich möchte mir alles ansehen. It's my state-of-the-art Commodore 64. With ah, Alter. 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Baud? Was ist das? It's my handy ASCII chart. Never know when you'll need to decode binary messages. So I always practice. Okay, vielleicht ist das noch eine wichtige Information. Ada, you're my role model. Too bad you don't program games, though. Max was the world's first computer-generated TV host. Someday we'll have one for real. Oh man, die ist echt ein bisschen durch, ne? Schauen wir mal, was sie This für Bücher hat. This is my complete set of Nancy Drew mysteries. Ah. I'm kind of a fan, I guess. Drei Fragezeichen, ja. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, auf der Drei-Fragezeichen-Welle bin ich ja nicht Revenge so hart geritten, ne? Was a much better name. Ich war mehr so der Benjamin Blümchen-Typ. Albert's my hero. Kenne ich alle nicht, diese Leute. It's a door. Ja, dann öffne mal. So, hier ist noch eine Door mit grünen Halle. Gehen wir mal hier. Oh, oh, was ist das? Was ist das für ein Riesenhaus? Ach du Schande. Where am I? Okay, I should check the mailbox for my computer magazine. ja. Kann ich jetzt? Ich bin aber so neugierig. Öffne. Der Indextron. Was kann der denn? Books, but you have to know what you're looking for. Oh, ach du Kacke. Hier noch weiter rein. Ach du Kacke. Da war irgendwas mit Monkey Island. Boah, was? Geh zu Schild. It says out of order. Ja, okay, dann gehen wir mal zu. If it weren't for my monthly computer magazine, being here would totally suck. Chucky's been in our family for years. He's a good plant. Öffne I can't ihn. Open that. Dann nimm ihn mit. Sollen wir Chuck mitnehmen? Chucky has been sitting here forever. I don't want to move him now. Oh Mann, Telefonbuch. Was kann ich da machen? Ich weiß nicht, wen ich anrufen soll. Geh zu Telefon. It's just an old phone. One of the few things in this mansion that's not Tron enhanced. Ich habe hier sogar schon einen Kugelschreiber liegen und einen Zettel. Ich mache mir hier so super krasse Geheimnotizen. Ja, das versteigere ich dann hinterher bei eBay. Die Krypten des Kreises. Lest sie und werdet schlau und intelligent. So, wir schauen mal, ob das Computermagazin da ist. Ist doch bestimmt hier, ist doch irgendwo... Ne, da ist ein Kamin.
betrachten den Kamin. Looks very clean. Der geht so, ja, dann nimm, drücke, benutze Kamin mit. Ich weiß nicht, Pokal. I don't know how to use the fireplace with that. Ah, sie ist auf jeden Fall aus Blei. Da ist eine Tür. Aber wir müssen ja irgendwie... Da ist so eine große Tür. Benzinkanister. Ich weiß auf jeden Fall, wer den braucht. Ich weiß auf jeden Fall, wer den braucht. Aber... Geh zu Holzstapel betrachten. It's very dry firewood. Nehmen wir ein bisschen Holz mit. I already got enough firewood. Hi there, George. Oh, I was der just Postmann. About to check the mail. Great timing. You still around, Dolores? Thought you'd have left this podunk of a town by now. Der sieht so aggressiv aus, irgendwie. I'm looking for a job at a game company in the big city. That's not gonna make your Uncle Chuck happy. He'll just have to deal with it. What brings you all the way out here? I have your special magazine here. Oh, I've been waiting for that. Thank you. Sure, it's what we dedicated government employees do. Walk also der nimmt seinen Job ja wirklich sehr ernst. Der nimmt seinen Job ein bisschen überernst. So, it's schauen wir doch mal. World, the best computer magazine ever. Okay, cool. Spieleprogrammierer. Der Schöpfer des Resonance of Haze, was? Du musst einen Programmiertest bestehen. Bewirb dich heute. Verbinde... Viele Überstunden kann man machen. Guck mal, Alter. Pizza und gezuckertes Softdrink gibt's auch. Arbeit mit Menschen, die dich auch nicht kennen wollen. Das ist doch super. Leicht angestaubter Arcade-Automaten im Ruheraum. Perfekt. Richtig geil. Okay. Mehr kann ich hier nicht gucken, oder? Naja, schade. Wow, an ad for a job at Mucus Phlegm Games. My favorite game company. I hear they make movies, too. This could be a dream come true. I'm going to apply. Interesting. There's a modem number to call. Okay, wähl dich mit dem Modem ein. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Ja, ja, so, wo war denn das Modem? Oben. Ah, ich weiß nicht, diese Uhr hätte bestimmt irgendwie auch noch angeklickt werden wollen. Ah, verdammt, egal, hier. Nutze Computer. I'm dialing the Mucus Phlegm modem number. Eine Modemnummer, weißt du, sowas gab's. Das ist ja sogar noch vor It's meiner connected. Zeit dann. I can't believe my computer's connected to Mucus Phlegm. Welcome to the new online Mucus Phlegm job application program. Future Technics. Just fill out your personal information and answer a few simple Mucus programming questions. Ich glaube, das mit diesem Internet Then wird out nichts. The application and send it to Mucus Phlegm. We'll get back to you in exactly 5 days. What is your name? Wie heiße ich denn? Dolores Edmund? Thank you. What is your address? Thimbleweed Park. Alter, keine Ahnung. Noted. Next, what's your programming language of choice? The language you are most proficient in. Pascal? Interesting choice. Please answer the following questions about our proprietary Mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. Oh Mann, First question, ich weiß nicht mal, ob ich meinen many Namen richtig. Can functions take? Was? Keine Ahnung. Thank you for taking the Mucus Phlegm programming test. Unfortunately, you did not pass. Feel free to study up and take it again. I need to go find a book about Mucus programming. Okay, ein Buch über Lukas Programmierung. Hat's gerade geklingelt? Habt ihr das auch gehört? Ich glaube, es bimmelt. Moment, ist doch. Geh zur Halle. Ich will doch. Ich gehe mal da hinten lang. Ja, Augenblick. Ah, immer diese Kuh. Oder war das ein Esel? Ja, ich bin noch unterwegs. Ah, jetzt muss ich mich also beeilen. Wer kann das sein? Ich wollte doch ein Buch auch der Postbote. Hi again, George.
George, mach mal locker. It's not like a government employee to make a mistake, but I forgot to deliver this important letter for your Uncle Chuck. He's busy in his workshop and can't be disturbed. I'll take it for him. Okay, Dolores, here it is. And remember, it's illegal to open someone else's mail. Punishable by a $50,000 fine and or 5 years in jail. Thanks, George. That's good to know. Okay, back to my vitally important government job. This clock looks vaguely familiar. Maybe more highly rendered and smoother pendulum action. Ja, eben. Aber es könnte dieselbe Uhr sein. Ihr wisst ja bestimmt auch woher, oder? Alle müssen wissen, woher. Day of the Tentacle. Ist das... Was ist das für eine Tür? Ist das die Werkstatt? Okay, warte mal, hier blinkt's wieder. Komm aus dem Krieg, einen Job bei Lukas, Onkel Chuck in seinem Zimmer. Moment, ich wollte jetzt erstmal... Als erstes wollte ich das Buch holen. Wo war denn diese Bibliothek? Ach, die war da oben. Ich kann doch hier jetzt zum Indextron. Nutze. Hm, it says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. Abteilung 3.1. Okay, in 3.1. Oh nein. Was hat das hier? Ist das 3.1? Nein, 2.4, 1.5. Das ist ja dann 3.1, muss ja dann oben sein, ne? The sign says it's out of order. The sign says it's out of order. Nee, es kann nicht out of order sein. 3.1, wo ist denn 3.1? 1.8? Nee. 2, ich muss doch da hoch. Hier ist nirgendwo 3.1. 3.1 muss ja dann auch oben sein, wenn unten 1 und da 2 ist. Hä? Kann ich das Schild nicht einfach umdrehen? Drücke Schild. I can't push that. Nimm Schild. No one will miss this out of order sign. The out of order sign is gone. Nee, ernsthaft. Haven't been up here for a long time. Okay, super. Kann ich mir die Gemälde? That's my grandmother, Edith, and her second husband Charles. I really admire them. Guck mal, die ihre That's my Großeltern. Great-grandfather, Edmund Edmund, who was a great industrialist. That's my great-great-grandmother, Lady Edwina. Okay. Hier der alte Schotte hier. Die That's haben alle my rote Scottish Haare. Great-great-great-grandfather, Edyr the Dragon Slayer. So. Pascal. Betrachte. Das folgende Buch ist privat und vertraulich. Jede nicht autorisierte Reproduktion wird strafrechtlich verfolgt. Copyright 1986. Mucus Flem. Alle Rechte vorbehalten. Nur für interne Verwendung. Bla bla bla. Achtsteller können gleichzeitig auf dem Bildschirm sein. Raumhintergründe werden in Zeichensätze komprimiert. Acht Parameter. Okay, okay. Also, das ist das auf jeden Fall, was wir brauchen. Dann wollen wir uns jetzt noch auf die Suche zu Dings machen. Sollen wir den Brief öffnen? Kann ich den Brief öffnen? Soll ich mal schauen, ob das geht? Betrachte Brief. It's a letter to my Uncle Chuck. Öffne. I'd better not open it. Uncle Chuck would know if I read it, if the envelope is ripped. Kann ich ihn irgendwas mit durchleuchten? Feuerholz? Nee, ich gehe jetzt erstmal hier unten in die Tür. Und dann schauen wir doch mal. Öffnen wir mal die Mikrowelle. Ist nichts drin. Okay. It's already open. Ja, ist doch gut. Kühlschrank. Gehe zu Dosen nicht waren verletzender Pupsi. Okay. Nimm doch eine Pupsi mit. Salatkopf nehmen wir mit. Batterien nehmen wir mit. Käse, alles wir nehmen mit. Carefully handling broken glass. Okay. If this were a Sierra Online graphic adventure, I'd be dead now. Ja, das But stimmt. Those Mucus Flem adventure games treat their players much better. No arbitrary desk just to extend gameplay. Sure would like to work there. Ne, ja, da würden wir doch alle gerne arbeiten. Scharfe Soße, kann ich noch I was nehmen? I don't want to pick that up.
Okay, Spüle, Wasserhahn. Gehe zu Schrank. Kann ich das hier abspülen? I think I'll just be careful with them. That's good enough for now. Take that, Sierra. There's nothing inside. There's nothing inside. Okay, nix. Öffne hier. There's nothing inside. Ja, aber ich will's trotzdem wissen. There's nothing inside. 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 Geräusche gehört? There's nothing inside except an empty glass. Ah, komm. Dann nimm noch das empty glass. There's nothing inside, außer das empty glass. Okay. Siehst du, zum Glück habe ich alles durchgeguckt. Ja? Hätte ich das wieder nicht gemacht, dann würde mir das leere Glas jetzt fehlen. Wo ist denn die Werkstatt von dem Hobo? Ich gehe mal zum Mailtron. Da ist der Holzstapel. Öffne Mailtron. Nimm. I don't want to pick that up. Ist nichts drin im Mailtron. Können wir hier lang? Ja. Landstraße. I can't leave the mansion yet. Sie kann das Mansion jetzt noch nicht verlassen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die Charaktere sich irgendwann mal treffen im Laufe des Spiels so. Ich gehe davon aus, oder? Ich meine, sie hat jetzt einen Benzinkanister und den könnte man ja eigentlich extrem gut gebrauchen als Dings für die Kettensäge. Da bin ich die ganze Zeit schon spitz drauf. Ja. Bevor ich das nämlich wieder vergesse. So, wie kriege ich denn das jetzt an? Batterien, was habe ich denn hier alles? Scharfe Soße, Glas. Kann ich Benzinkanister mit. This log should burn really well now. Aber ich brauche ein Feuerzeug. Denn ohne Feuerzeug. Timbleberry Kuchen? Nee, okay. Muss ich jetzt da oben irgendwie durch dieses Labyrinth? Muss ich nochmal in mein. Ach so, ich muss ja den Test machen. Haha. Das wäre mir jetzt fast wieder durch mein Kurzzeitgedächtnis geflogen. Und dann wäre es wahrscheinlich für immer, nicht nehmen. I don't want to pick that up. So, wir wählen uns ein. Wir werden jetzt hier die Online-Prüfung bestehen. Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. How many parameters can functions take? 8. Habe ich, glaube ich, gerade gelesen. Next question. What are room backgrounds compressed into? In was werden Zimmerhintergründe komprimiert? Ich muss nachdenken, pausieren. It'd be better to find some reference book on mucus before I answer these. I need to study the mucus phlegm programming book some more and try it. Ja, ich will aber jetzt nicht hier alles auswendig lernen. Hintergrundbilder, der Variablen, Debuggen, komplizierte Skripte, Verkaufsversionen, ja, 8 Darsteller können gleichzeitig Raumhintergründe werden in Zeichensätze komprimiert. Okay, Zeichensätze. Ist das das, was ich suche? Ist das das, was ich suche? Ich weiß es nicht. Nutze Computer. Wieder einwählen. Oh, das Please dauert answer jetzt. The following questions about our proprietary mucus programming language. Ja, okay. You must get all of the questions right to submit your application. First question. Wieso fangen wir wieder von vorne an? Okay, 8 Parameter. Jetzt habe ich natürlich wieder Next nur alles question. Überflogen. What are room backgrounds compressed into? Zeichensätze. Next question. When the screen scrolls, it moves by. Bewegt er sich um 8 Pixel, habe ich, glaube ich, gerade überflogen, oder? Next question. What kind of multitasking does mucus use? Oh nein, kooperativ, systematisch, oder? Thank you for taking the mucus phlegm programming test. Unfortunately, you did not pass. Feel free to study up and take it again. Ja, ja. I need to study the mucus phlegm. Das ist eine Multitasking-Sprache, die mehrere Skripte gleichzeitig laufen. Eine kooperative ist es. Okay. MFL. Verkaufsversion werden mit XOR. Ach Leute, das wird doch wieder nichts. Das wird doch wieder nichts. Der alte Onkelkreis. Ich kann mir das jetzt nicht alles abschreiben. Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. How many parameters can functions take?
8. Next question. What are room backgrounds compressed into? Ja, das wissen wir jetzt auch in Zeichensätze. Next question. When the screen scrolls, it moves by 8 Pixel. Next question. What kind of multitasking does Mucus use? Kooperativ. Thank you for taking the Mucus Phlegm programming test. Congratulations, you passed the Mucus Phlegm programming test. Yay! Yay! I answered all the Mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. Ach, guck mal, mein Druckertron. So eine Schreibmaschine, die sich selbst schreibt. Dann betrachten wir mal das Papier. I printed my job application, but the page is blank. Maybe the printer is out of ink. Wie was? It's in here pretty tight. I'd need an LFG 1982 tube puller. Okay. It's an LFG 1982 tube in it's Uncle Chuck's new invention, the Printron 3000. It's connected to my computer. Moment, was war da noch was? Da. Farbband. Betrachte. This printer ribbon looks all dried out. It won't print anything. Kann ich da Benzin drauf machen? Wo ist denn dieses Farbband? Better not. That might start a fire. It's a can of Poopsie. Poopsie? Okay, vielleicht können wir Poopsie reinstecken. I don't feel like the taste for non-trained bark infringing Poopsie now. Ketchup, scharfe Soße. Können wir scharfe Soße drauf machen? I'm not going to drink from something without reading the label. Flask of extreme chili sauce by Brian H.J. comes with a warning. You might breathe fire. Wie mache ich das jetzt am besten? Gehe ich nochmal in die Küche? Vielleicht gehe ich nochmal in die Küche. Und dann, und zwar, ich habe auch die Werkstatt von dem alten Mann noch nicht gefunden. Die existiert doch gar nicht, oder? Wasserhahn, Glas. Benutze Glas mit Wasserhahn. The glass is now filled with water. So, versuchen wir es mal mit Wasser. Mach mal einen Wasserhahn aus. Schließe. Nein, Moment. Oder benutze. Soll ich ihn mal nutzen? Wir wollen ja jetzt hier mal nicht Wasser verschwenden, ne? Wir sind ja Green Living und so. Und dann rede ich nicht hier von Green Smoking Living, sondern Natural und so. Ihr wisst Bescheid. Wasser. Nutze Glas mit Wasser mit Farbband. It doesn't work in that. Wieso nicht? Kann ich It's special gas for chainsaws only. I'd better not mix water with that chainsaw gas. Who knows what it doesn't work in Soße. That. Nutze Wasser It doesn't work in that. Nutze Wasser It doesn't work in that. Ach, wie kriege ich denn jetzt dieses Farbband bunt? It says out of order. Nutze that doesn't Schild. Seem to work. Ach, Leute. Was mache ich denn jetzt? Das Farbband ist pupstrocken. Computer drucken kann ich jetzt gerade nix. Und hier... Ich weiß es nicht. Was kann ich denn hier noch finden? Franklin, you idiot! Oh! I'm just trying to, you know, help. Is that yelling? Don't gag me. I hope my dad and Uncle Chuck aren't fighting again. And since most of the machinery at the pillow factory is lying fallow, I've come up with this, you know, great plan to repurpose them. Wie er redet. We can use them to make, you know, plush toys. Franklin, you idiot! The company is Pillowtronics, not stupid plush toytronics. Oh God! We make pillows. What do you think that would do to our credibility, our reputation? Ja, eben genau. Okay, Chuck, die Leute wollen right, Kissen und keine Kuscheltiere. I was up all night working on the business plan. Maybe you could just, you know, look at it. No, no, no! It's a pillow factory. Are you two fighting again? I'm getting so sick of this. Your brothers. Take a chill pill. You started yeah, the pillow factory chill together. Pills. Won't you ever stop fighting about it? Nothing you need to worry about, Dolores. Right, Franklin, old brother? Ah, yes. You know, your uncle and I were just, you know, talking business.
I have some work to do. Dolores, can you get my 0.8mm point-tip soldering iron? You know, Uncle Chuck, you should use a 2mm flat tip, and you never heat your solder hot enough. That's yeah, technik my nerd, niece. I can't wait for you to take over the pillow factory. I know you'll keep the Edmund pillow dream alive. Ach, ich weiß ja nicht. Oh, ein Tintenfass, aber das ist leer. It's an empty bottle of homemade printer ribbon ink. I see some black powder around the edges, and it smells awful. Warning, contents highly flammable. Naja, macht ja nichts. Checkregister. It's Uncle Chuck's check register. Das möchte ich gerne sehen. I guess that makes it a Chuck register. Oh. I better not touch it. Uncle Chuck gets real angry if I'm too nosy about his business affairs. Ja, okay, tut mir leid. Dolores, my dear, don't touch the painting. You'll get access to it and what's behind it after you've taken over the pillow factory. Dahinter schauen? Uncle Chuck is always very touchy about this painting. Wonder why? Na, ist doch klar. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. How many times have I told you not to touch my things? But as soon as you've taken over the pillow factory, they're all yours to do with as you wish. Also muss der Typ auf jeden Fall sterben. It's a defunct robot prototype. Oh, ich will die Cat auf 5-9 Tails Peitsche. The label says it's called Cat 509 Tails, produced by getdigital.eu. I guess Uncle Chuck was an impatient system admin back in the day. Alter, hier so ein Neunender. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. How many times have I told you not to touch my things? But as soon as you've taken over the pillow factory, they're all yours. My dear Dolores, please leave my box alone. Ah, ich will aber you doch... may open it up as soon as you've taken over the pillow factory. Ja, ja, Dolores, also jetzt langsam geht mir der Kerl, ne, ganz schön. You may open it up as soon as you've taken over the pillow factory. Uncle Chuck never makes... I don't want to pick that up. Nutze, Bett. No, thanks. Not tired. Dann reden wir mal mit Uncle Chuck. Hello, my favorite niece. Ach, ich darf ja hier nichts anfassen, weißt du, da will man sich einmal austoben und Onkel Chuck macht hier einen auf dicke Hose. Hier, George Uncle hat Chuck, diesen Brief abgegeben. Dann können wir den schon mal abgeben. A letter George the postman just delivered. Oh, I've been expecting this. I'll deal with it later. Kann ich jetzt reingucken? Hello, my favorite niece. Wir quatschen erstmal noch mit ihm. Onkel Chuck, hast du ein frisches Druckerfarbband? Do you have any new printer ribbons? You know I don't buy new ribbons, I just re-ink them myself. Printer ink is a scam. I didn't get rich by wasting money. Just get some polycyclic hydrocarbons along with methyl ethyl ketone and make the ink like I showed you. Was will er denn? Of course. Thanks, Uncle Chuck. Muss ich jetzt hier irgendwie noch einen Chemie-Grundkurs machen? Hello, my favorite niece. Wie mache ich Druckertinte? How do I make printer ink? Printer ink is a scam. Ja, make aber your own, like I showed you. Soll ich mir jetzt aufschreiben, was ich dafür brauche? Just get some ash and gasoline and mix well. Of course. Thanks, Uncle Chuck. Asche und Benzin, natürlich, aber ich muss irgendwie Feuer machen. Hello, vielleicht hat er noch was, womit ich Feuer machen kann. You should be okay, das sagen wir ihm dann später. He just wants to help. Das sagen wir ihm dann lieber später. But he just doesn't have the same passion and vision for pillows that you and I have. Ja, okay, Kissen sind schon geil. Kissen sind echt schon geil. Ich bin nämlich ich möchte so gerne als Spieledesigner arbeiten. I love you, Uncle Chuck. I love you too, Dolores. I can't wait for you to take over the pillow factory and restore the family heritage. Oh Mann, aber vielleicht will ich das aber gar nicht. Komm jetzt, ich quatsche ihn nochmal an. Und zwar würde ich nämlich gerne das hier sagen. I just wanted to say how much I love you, Uncle Chuck. I love you too, Dolores. I can't wait for you to take over the pillow factory and restore the family heritage. Okay, der ist auf jeden Fall voll hängen geblieben. Ich schaue mir mal das Oszilloskop an. It's Uncle Chuck's custom-built multiband oscilloscope with phase memory monitoring. Kann ich hier irgendwo zu Bett, zu Schachtel, ich könnte ein Feuerzeug gebrauchen. Womit kann ich Feuer machen?
The label says it's called Cat 509 Tail. Netzwerkpeitsche. Produced by getdigital.eu. Okay. Dolores, you know I can't work in the dark. Please turn the lights back on. After you've taken over the Pillow Factory, you can turn off the lights all you like. Ja, toll. Danke. Alles gut, alles gut. Keine Ahnung. Wie finde ich denn jetzt meinen Dad? Da ist die Werkstatt, da geht's auch nicht durch. Dann haben wir ja schon fast alle Türen eigentlich ausprobiert. Die in der Mitte noch nicht. Kommst du da wieder raus? Hier kommst du. Ouch! No pinching. Nicht kneifen, wenn ich da jetzt just reingehe. Have to keep going. Okay, es bleibt aber immer gleich, ja? Okay. Feeling my way along. Ja, ja, geh einfach nach Gefühl. Just have to keep going. So, ich muss mir jetzt irgendwie Tinte machen, ja? Sehe ich das richtig? Hier muss doch irgendwas noch sein. Onkel Chuck, Oszilloskop, Roboterkopf, Vakuumröhre. Öffne Roboterkopf. Nein, betrachte Roboterkopf. He's a work of art. I'm looking forward to. It's a TX1138 tube in perfect condition. Also diese Röhren scheinen auch noch mal richtig wichtig zu werden irgendwie, ne? Die sind ja überall. Die sind ja überall, die Dinger. Okay, hier gibt's nichts, hier gibt's nichts. Muss ich mir jetzt irgendwie noch ein Buch holen? Ich brauche halt Feuer, ne? Wo ist denn mein Dad eigentlich? Wo ist mein Dad? Gehen wir mal hier rein. Gehen wir mal zum Indextron, gucken, ob der uns irgendwas Neues anbieten kann. Okay, sie muss keine Bücher finden. Aber wo ist mein Dad? Ist der hier irgendwo? Da ist er doch. Da ist er doch, der Daddy. Ja, er hat Kissen so satt. Aber warum er diese Kissen so satt hat, Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge von meinem kleinen Urlaubs-Let's Play Thimbleweed Park. Wir sind ein kleines Nerdmädchen mit einer dicken Brille und darauf bin ich stolz. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.